Okay, liebe Leute, im folgenden Video möchte ich euch noch ganz kurz ein, zwei Tipps geben zur Release-Version von Just Flights Fokker 28. Insbesondere, was ihr beachten müsst, wenn ihr den Flugplan auf der Weltkarte eingegeben habt und diesen dann per GPS abfliegen wollt. Ja, liebe Leute, die F28 Fellowship von Just Flight wurde gestern offiziell veröffentlicht und ich möchte euch heute im Video nur ganz kurz ein, zwei Tipps zur Release-Version geben, insbesondere auch was zu beachten ist, wenn ihr den Flugplan von der Weltkarte abfliegen wollt. Ich bin natürlich auch schon fleißig dabei, eine Checkliste in meinem üblichen Format zu erstellen und einen Video zu machen mit einem kompletten Tutorialflug, wo wir das wirklich mal alles wieder Schritt für Schritt durchgehen, inklusive Abfliegen des Flugplanes per GPS-Flugplan, aber das werde ich heute nicht mal fertig schaffen. Das wird dann voraussichtlich erst morgen Abend oder so erscheinen. Denkt bitte auch dran, das Flugzeug gibt es momentan ausschließlich über den Just Flight Shop. Die Marktplatz- und Xbox-Version ist noch gar nicht eingereicht, das wird erst wesentlich später erscheinen, ist aber laut Just Flight definitiv geplant. Das Übernehmen eines Flugplanes von der Weltkarte ist definitiv möglich. Das heißt, der Flugplan, der auf der Weltkarte erstellt wird, wird komplett mit Sit und Stars in die VFR-Karte übernommen und auch in das Garmin. Dabei gibt es allerdings eine ganz wichtige Sache zu beachten. Damit das Ganze funktioniert, muss das Garmin bereits aktiviert sein im Flugzeug. Das heißt, wenn ihr euch das erste Mal reinladet, ist das Garmin standardmäßig aus. Ja, hier auf der, ich zeig's mal von vorne, auf dem Tablet, in der Aircraft Page, hier oben über das Zahnrad, können wir das GPS ein- und ausschalten. Immer wenn ihr euch reinladet, wenn das GPS hier deaktiviert ist und ihr dann das GPS aktiviert, geht der Flugplan verloren. Ihr müsst dann den Flug verlassen, den Plan auf der Weltkarte nochmal eingeben und dann reinladen. Und immer wenn wir uns reinladen in die F28 und das GPS ist schon aktiviert und wir spielen ja nicht mehr dran rum, dann bleibt das auch aktiv im Hintergrund, ja, und auch im GPS. Und das ist ganz, ganz wichtig zu beachten. Um den Flugplan dann abzufliegen, muss man darauf achten, dass hier unten im Garmin das CDI, also die Autopiloten-Source ist das im Prinzip, ja, auf GPS umgestellt wird. Im Hintergrund wird dann im Prinzip der GPS-Flugplan auf die NAV1-Quelle gelegt. Das ist das, was technisch im Flugsimulator im Prinzip passiert. Ja, da muss GPS stehen und dann kann man hier im Autopilot, im Beam-Modus ganz normal wirklich den GPS-Flugplan abfliegen. Ja, man darf zwischendurch dann hier aber nicht auf den NAV-Buttons rumklicken. Sobald man NAV1 oder NAV2 hier irgendwie klickt, ja, schaltet er hier unten eigentlich automatisch wieder auf VLOG um. Was allerdings beim Übergang ins ILS nachher sehr vorteilhaft ist, das heißt, wenn wir ganz normal den Flugplan im GPS-Flugplan fliegen, bis ganz kurz vor die Gleitslope, dann brauchen wir nur noch, wenn wir hier im Beam-Modus schon sind, brauchen wir nur noch hier die ILS-Frequenz eingeben, in NAV1 und dann ganz kurz vor der Gleitslope hier einfach umschalten auf NAV1. Es switcht automatisch auf VLOG um, bleibt im Beam-Modus, fängt den Localizer ein, und wir drücken noch zusätzlich Glide. Ja, und dann kann man hier einen reibungslosen Übergang ins ILS machen. Ich habe es mehrfach probiert. Es funktioniert. Auch andere Autopiloten-Modi funktionieren jetzt einwandfrei. Das war ja im Vorschau-Video mit der Vorschau-Version noch so ein bisschen ja schwammig teilweise. Ja, der Übergang in den IRS-Mode war nicht so schön. Aber das funktioniert super. Ne, man kann jetzt super zwischen Pitch- und IRS-Mode wechseln, um so die Geschwindigkeit ein bisschen zu regulieren. Und das funktioniert astrein. Auch das Einfangen der Gleitslope funktioniert jetzt astrein. Ich habe insgesamt 5 oder 6 ILS-Tests gemacht. Jeder einzelne hat funktioniert. Also das hat sich im Vergleich zur Vorschau-Version doch deutlich gebessert. Zum Wetterradar wollte ich überraschenderweise einfach sagen, dass es funktioniert. Obwohl es im Handbuch auch in der Release-Version jetzt immer noch so drinsteht, dass es eigentlich nicht geht. Aber es geht. Also die unterschiedlichen Wetter-Presets erzeugen dann auch unterschiedliche Bilder hier im Wetterradar. Ja, also es scheint zu funktionieren, was ich natürlich unheimlich cool finde.
Weil das doch für viele Leute ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Ja, staunlich. Also ich frage mich wirklich, warum das im Handbuch so drin steht, ob es vielleicht irgendwie, ja, weiß ich nicht, erst nicht ging und jetzt plötzlich das reingeschafft hat und man das Handbuch nicht geändert hat, ist für mich gerade schwer zu sagen. Ja, aber auf jeden Fall funktioniert's. Ja, liebe Leute, das soll's auch schon gewesen sein. Wie gesagt, ein Video mit einem kompletten Tutorialflug ist bereits in der Mache. Das werde ich aber voraussichtlich erst zu morgen schaffen. Da werde ich dann nochmal Schritt für Schritt zeigen, wie wir das Flugzeug von A nach B bringen, inklusive Abfliegen des GPS-Flugplanes, den wir auf der Weltkarte eingegeben haben. Am Ende wie immer der Hinweis auf unseren JD-Community-Discord-Server für den Flugsimulator. Wir haben inzwischen mehrere tausend Mitglieder, wir haben ein mehrköpfiges Supporter-Team, mehrere Text-Support-Kanäle und ich kann euch noch wie immer anbieten, wenn ihr irgendwelche Fragen zum oder Probleme mit dem Flugsimulator habt, dann kommt doch zu uns auf den Discord. Da kann man besser helfen als über die YouTube-Kommentare. Ihr könnt euch dort natürlich auch einfach nur mit anderen Leuten austauschen, bisschen rumchatten, unsere Voice-Kanäle nutzen oder vielleicht sogar am Community-Flug teilnehmen. Den Link zum Discord findet ihr oben rechts auf meiner YouTube-Seite bzw. in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen oder vielleicht sogar ein klein wenig geholfen hat, dann lasst bitte wirklich einen Like da. Das ist unheimlich wichtig für das Rating bei YouTube. Und wenn ihr mich langfristig unterstützen wollt, dann denkt vielleicht auch über ein Abo oder eine Kanalmitgliedschaft nach, sofern ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten wünsche ich euch immer einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao!